Letzter Stopp Marseille. Mit vielen Sorgen, aber ohne Klagen reist der BVB zum Gruppenfinale der Champions League nach Frankreich. Nach den Ausfällen von Subotic, Hummels, Schmelzer, Gündogan und Bender muss Jürgen Klopp einen komplett neuen Defensivbereich aufstellen. Und doch überall schwarz-gelbe Zuversicht. Wir haben noch nie gejammert und wir haben uns immer die Situation gestellt. Und ja, das werden wir auch wieder tun, denn das ist ganz wichtig. Wir haben genug Spieler dabei, die auch ihrem Mann stehen können und das werden wir auch schaffen. Wir werden mit der Mannschaft, die morgen aufläuft, da spielen und die Mannschaft muss Vertrauen genießen. Die hat auch Vertrauen und kann so ganz sicher sein, dass wir auch eine Mannschaft da haben werden, wo auch durchaus noch ein paar Spieler dabei sind, die ganz gut kicken können. Daran zweifelt keiner. Aber nur ein Sieg beim Tabellenfünften der französischen Liga garantiert den Einzug ins Achtelfinale. Ansonsten ist der BVB auf Schützenhilfe des FC Arsenal in Neapel angewiesen. Das macht die Sache so gefährlich. Seit 9 Jahren höre ich, dieses Spiel ist das Wichtigste in der Vereinsgeschichte. Also es ist natürlich ein wichtiges Spiel, klar. Aber wir haben die Pole Position, das heißt, wir können mit dem Sieg natürlich alles klar machen und müssen nicht auf andere gucken. Das ist, glaube ich, ein psychologischer Vorteil. Selbst bei einem Ausscheiden würde für den BVB-Boss aber keine Welt zusammenbrechen. Wir haben 3 unfassbare Jahre gehabt, haben alle eine Party hat die andere gejagt und jetzt haben wir mal eine schwere Phase. Wer geglaubt hat, dass wir jetzt die nächsten 20 Jahre ohne Rückschläge klarkommen, der muss nicht ganz normal sein. Normalerweise ist Borussia Dortmund auch mit dem dezimierten Kader der Favorit bei den Franzosen. Marseille hat derzeit noch größere Probleme. Am Wochenende trennte sich der Club von seinem Trainer. Und in der Königsklasse holte Olympique bisher noch keinen Punkt.